Moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Ghost of Tsushima. Natürlich machen wir dort weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar müssen wir jetzt mit Hyuna zum Burgfried marschieren. Ich würde mal sagen, das tun wir auch. Und ja, danke für eure Unterstützung, für euer Support. Noch immer verlassen? Hier gibt es nichts mehr für mich. Ich könnte deine Hilfe im Kampf brauchen. Du hast deinen Onkel, Jin. Du brauchst mich nicht. Ich brauche jeden Verbündeten, den ich habe. Ihr seid ja unsere einzige Hoffnung. Und unterstützt mich gerne weiter. Also wir sehen, wir haben das Ding hier eingenommen in der letzten Folge. Das hat ja dann doch noch relativ gut geklappt. Das ist schon mal gut. Marschieren mal nach oben und dann gucken wir mal, was uns da mit deinem Onkel noch so Schönes erwartet. Fürst Shimura, den werden wir jetzt treffen. Denn den haben wir in der letzten Folge befreit. Jin, ihr seht gut aus. Wir besiegen den Khan und den Feigling Ryuzo. Spießen ihre Köpfe auf die Zinnen meiner Burg. Doch ohne euch schaffe ich das nicht. Zählt auf mich. Ich hörte von euren Taten, als ich in Gefangenschaft war. Ihr wart brutal. Impulsiv. Ohne Ehre. Ich tat, was ich musste. Für euch. Ich weiß, Jin. Ich stehe ewig in eurer Schuld. Doch folgt diesem Weg nicht mehr weiter. Ganz Tsushima braucht unsere Führung. Retten wir unsere Heimat gemeinsam. Als Samurai. Was ist mit Yuna? Sie rettete mich und half euch zu retten. Dafür will sie nur eine sichere Fahrt zum Festland. Sobald das Meer wieder frei ist, gern. Falls sie hilft, meine Burg zurückzuerobern. Hab Dank, Onkel. Wir reiten diese Stunde. Ja, Fürst Shimura. Gut. Onkelchen, haben wir gesprochen. Ich muss nach den anderen sehen. Genau, dann werden wir jetzt mal weitersehen. Mach dein Pferd im Stall bereit, optional, sprich mit deinen Verbündeten. Gut, das würde ich auch ganz gerne machen, wenn ich jetzt einen sehe, mit dem ich dann auch sprechen kann. Vorne blinkt auf jeden Fall noch was, da können wir dann bestimmt mal was einsammeln, wenn das nicht voll ist. Bomben. Nehmen wir doch lieben gern mit. So, hier können wir aktuell leider noch nichts verbessern. Jin. Wer will hier mit uns reden? Sie? Fürstin Masako, gibt es Neuigkeiten über die Mörder eurer Familie? Meine Jagd geht weiter. Ich habe verschiedene Spuren bis Toyotama verfolgt. Ihr müsst sie nicht allein finden. Kann ich auf euer Schwert zählen, wenn die Zeit gekommen ist, Fürst Shimuras Burg zurückzuerobern? Das könnt ihr. Wir vernichten unsere Feinde gemeinsam. So, das ist bisher zumindest noch nicht das optionale Spiel gewesen. Ich weiß halt auch ehrlich gesagt nicht, ob man hier mit allen Leuten schnacken kann. Wir gehen trotzdem mal kurz ich zu ihm habe hier. Ein paar Neuzugänge. So, Bogen aussehen, Objekte. Gibt es was Neues? Oder brauchen wir sowas unbedingt? Na komm. Ihr werdet Nutzen daraus ziehen. Ja, ja. Rüstungsfarben, Hüte. Ja, meinen Dank. Aber können wir bei dem nichts verkaufen? Nee, können wir nicht. Okay, ich dachte, wir könnten bei dem auch irgendwie noch was verkaufen. Ich hoffe, ich hier können habe, wir verkaufen. Was ihr sucht. Was haben wir denn da? Sprengpfeile und sowas behalten wir natürlich alles. Bambus halten wir, aber ist auch nicht so viel. Damit kaufen wir zwei Bambus. Beim Eisen machen wir einen, dann haben wir noch 30. Haupttierfälle. So. Frage ist jetzt optionales Ziel technisch. Mit wem können wir denn hier noch sprechen? Mit ihr vielleicht? Okay. Keine Ahnung. So, da unten ist ja dann schon das Pferd. Aber wo haben wir hier noch ein optionales Ziel? Sakai. Ja, hier. Ihr habt gestern gut gekämpft. Euer Bogen hat geholfen, Sensei.
Habt ihr Neuigkeiten über eure Schülerin? Ich hörte, eine japanische Bogenschützin hilft den Mongolen in Akashima. Das muss Tomoe sein. Ich reise zu einem Lager von Überlebenden an der Küste. Sie könnten mehr wissen. Ich suche euch dort auf, Sensei. Ihr habt mein Wort. Okay. Aber auch das ist noch nicht das Finale gewesen. Es muss noch welche geben, mit denen wir uns unterhalten können. Mir vielleicht? Nee. Ja, ich dachte, die könnte man öffnen. Dann gucken wir weiter um. Vorrede. Okay. Vielleicht hier. Auch nicht. Irgendwo muss ja noch jemand sein, mit dem wir uns unterhalten können. Wir dieses optionale Ziel noch mit abschließen können, aber... Er hier bestimmt zu uns guckt. Nee, auch nicht. Da muss doch irgendwo noch einer sein, mit dem man sich unterhalten kann. Aber wir können auf jeden Fall nochmal nach den Gegenständen gucken, dass wir die alle einigermaßen gut ausgerüstet haben. Einen nehmen wir auch noch mit. Finde ich ja jetzt niemanden für das optionale Ziel. Dann sage ich mal so, scheißegal. Da schreit irgendwo jemand. Hier. Mit dem können wir auch noch reden. Ich hoffe, dann sind wir durch. Schleppend. Das wird schneller gehen, sobald die Schmiede läuft. Gute Arbeit. Alle beide. Immer gerne doch, Fürst Sakai. Sehr gut. Damit haben wir das optionale Ziel mit abgeschlossen und können jetzt unser Pferd im Stall bereit machen. War ja irgendwo da unten, wenn ich es richtig gesehen habe. Schön großes Lager jetzt auf jeden Fall. Aber da vorne ist auch noch was einsammeln. Das nehmen wir natürlich auch noch einmal mit. Jeder? Jo, aber jetzt. Ah, da ist auch noch was. Eisen, glaube ich, oder was ist das? Ne, Kunai. Sehr gut. Ein Kunai immerhin. Fürst Shimura gewährt dir Überfahrt zum Festland, wenn du uns hilfst, seine Burg zurückzuerobern. Das ist nicht mein Kampf, Jin. Dies ist unser aller Kampf. Beweise Fürst Shimura deinen Wert und er wird dich belohnen. Versprochen. Fürst Sakai, es ist Zeit. Typisch Samurai. Die Leute bis aufs Letzte ausnutzen. So, steig auf dein Pferd. Tun wir. Tor wird geöffnet. Und wir kommen hinaus. So, wir saßen ja schon lange nicht mehr auf dem Pferd. Wo müssen wir da lang? Reit mal vor. In den Weg nicht. Lothar Sora. Effektur. Die Brücke ist kaputt. Doch die Mongolen wissen nicht von dem alten Waldpfad. Hier lang. Onkel, verzeiht, dass ich euch nicht früher befreite. Ihr müsst euch nicht bei mir entschuldigen, Jin. Ich sah, was die Mongolen unserem Volk antun. Ihr müsst Schreckliches durchgemacht haben. Ein aufgeblasener Mongolenkriegsherr kann mich nicht brechen. Er lernte unsere Sprache, hielt euch am Leben. Worauf ist er aus? Ich sollte ihm bei der Eroberung unseres Festlandes helfen. Er bot mir Reichtum, Macht, Frauen. Er dachte, ihr würdet euer Volk hintergehen? Für diese Anmaßung allein werde ich ihn töten. Erzählt mir von der Frau, die euch gerettet hat. Yuna ist tapfer, loyal und eine gute Kämpferin. Laut Ishikawa ist sie eine Diebin. Wir können niemanden abweisen, der bereit ist, uns zu unterstützen. Unser Sieg hat keine Bedeutung für sie, nur ihre Belohnung. Uns stehen schwierige Kämpfe bevor. Ich muss mich auf meine Leute verlassen können. Ihr habt meine volle Unterstützung. Und Yunas. Vor langer Zeit beherrschte Chaos diese Insel. Es waren die Samurai, die Ordnung brachten und ganz Tsushima einten. Wir müssen dem Volk zeigen, dass ehrenhafte Samurai weiter für dieses Land kämpfen. Es wird Zeit, dass ihr nach Hause geht und die Rüstung des Sakai-Clans beansprucht. Sie ist unbenutzt, seit mein Vater starb. Was war, kann euch nichts tun.
Gut. Dann gucken wir mal. Da oben ist das Einsammeln. Das nehmen wir natürlich alles mit. Und so vor die Nase schießt. Denn das können wir natürlich alles gebrauchen. Riecht ihr das auch? Verbranntes Holz. Und Menschen. Das ist nicht gut. Monster. Im Süden haben sie auch Gehöfte geplündert. Aber nie so. Das ist die Rache des Khans für meine Flucht. Eieieiei. Wir müssen alle übrigen Höfe retten. Das sieht nicht gut aus. Schön verkohlte Menschen. Lecker ist was anderes. Was haben sie getan? Schon eine geile Sicht, ne? Schon eine Mongolenpatrouille. Seht sie nieder! Gut. Versuchen wir es, sie niederzumähen. Reisfelder. Oh fuck, ich hab den falschen Knopf gedrückt. Weiter geht's, die Kämpfe. Tsushima. Weiter. So, den haben wir auch weg. Leinwänden. Sammeln wir mal, was wir hier noch so kriegen. Nächste Leinwänden. Eingesammelt, ja. Unice. Die nehmen wir natürlich immer mit. Ganz, ganz wichtig. Die Wölfe des Khans. Sie sollen das Volk im Norden. Ja, ich würde ja gerne reiten, aber wo ist mein Pferd? Da ist er mit seinem Pferd, aber wo ist meins? Kannst auch nicht hierher pfeifen. Mein Pferd jetzt. Pferd. Ja. Lauf ich zu Fuß. Achso, ich sollte auch vielleicht den richtigen Knopf drücken, Leute. Ich drücke die ganze Zeit nach unten zum Energieaufladen. Da kann man das Pferd natürlich auch nicht rufen. Sehr clever. Mr. Magimo. Egal. Kommt auch mal vor. Die Mongolen haben den Leuchtturm. Wir entfachen seine Flamme, zeigen dem Khan, dass wir kommen. Und geben dem Volk Hoffnung. Wir müssen zu unseren Leuchttürmen und alle erneut entzünden. Dann drücken wir aber Dreieck und kein Viereck. Okay, den haben wir auch erledigt. Auch weg. Oh, da kommt hier Riff. Lass mich in Ruhe. So, Raubtierfälle sind immer gut. Ein bisschen in die Hose. War dafür umso besser. Damit ist es heil. So, den Dicken haben wir auch weg. Was für uns, was wir gebrauchen können. Naja, immerhin Pfeil. Und natürlich schon mitnehmen, was wir kriegen können. Keine Frage. So. Okay, wir haben aktuell nur diese Pfeile. Je nach. Oh ja, ich sehe nichts. Jetzt? Die Steinkampfhaltung ist effektiv gegen Schwertkämpfer, alles klar. R2 und X. Das Ding? Alter, Leute. Nix, das ist das Problem gerade. Na weg! Sie ruft Verstärkung! Bringt sie zum Schweigen! Warte, irgendwas zu sammeln. Pfeile schützen. Die gar nicht. Da ganz hinten. Oh, die haben wir sogar getroffen, wenn ich es richtig gesehen habe. So, wir haben ein paar Kunais. Wir haben auch noch Haftbomben. Dann die nehmen wir erstmal. So, das war's auch schon an Haftbomben.
So. Hey, wurde so eingesammelt. Wo kommen die denn alle her? Alter, kann der so schnell sein? Seine Pfeile ziehen. So, Leute. Wo zum Teufel hacken die denn alle? Ich glaube in die Richtung. Okay, den nächsten erwischt. Nein, technisch. Müssen wir uns um ihn hier kümmern. So, den haben wir dann auch nochmal weg. Leute. Auch hinüber. Jetzt haben wir doch mal dahin. Sie wollen uns einkesseln. So, haben wir uns eingesammelt. Wo ist die Verstärkung? Kommen wir aber mal hinterher. Einfach hinterher, Leute. So. Juna! Oh, Alter, ich bin erschrocken. Sie haben Sprengstoff. Machen wir es uns zunutze. Nehmt euren Bogen. Ich hab nur keinen Sprengstoff, das ist mein Alter. Ich hab nur keinen Sprengstoff, das ist mein Problem. Tötet sie alle! Ah, komm. So. Komm, wir arbeiten mit dem Kunai. Und tschüss. Okay. Also es macht definitiv mehr Spaß, das Spiel nicht auf dem schweren Schwierigkeitsgrad zu spielen. Muss man schon zugeben. Oder oben ist noch einer. Ist der weg? Kommen! So, ich mit Juna, wenn wir machen. Stehen bleibt. Du wirst also für uns kämpfen? Ich muss weg von dieser Insel. Und Taka auch. Wir sind noch nicht fertig. Auf zum Leuchtturm! Wir entzünden die Flamme erneut, zeigen den Mongolen, dass der Sieg bei Burg Kaneda erst der Anfang war. Und den Khan, dass wir ihn holen kommen. Reise zum Leuchtturm. Wo ist mein Pferd? Na gut, es ist eh nicht weit bis zum Leuchtturm, da können wir zu Fuß hin. Ist ja irgendwie noch. Gut, dass du hier bist, Juna. Da ist noch was zum Einsammeln, sehe ich gerade. Ich lebe, um zu dienen, meine Herren. Auch noch zwei Sachen. Wie dich, die für uns kämpfen. Um sie zu finden. Und müsst ihr womöglich zuerst euren Horizont erweitern. Oh, wo geht's denn zum Leuchtturm hier? Hier nicht. Wir müssen da vorne hoch. So, zack. Und geh doch darüber, Junge. Oh, Alter, du sollst nicht da hoch. Leute. So, noch ein bisschen einsammeln. Gut, wir sind am Leuchtturm. Sagt, was ihr wollt, und dann geht. Ja, schön. Yarikawa hat viele Krieger. Sofern die Stadt noch steht. Ich beendete die Yarikawa-Rebellion. Die Menschen dort mögen mich nicht. Ich weiß. Ich bin von dort. Lerntet ihr dort das Stehlen? Juna bewundert euch wirklich sehr, Fürst Shimura. Sie kann ihr Volk überzeugen, für euch zu kämpfen. Nun denn. Helft Fürst Sakai, die Armee aufzustellen. Und ihr seid auf dem ersten Schiff zum Festland. Mit meinem Bruder. Warte auf mich in Alt-Yarikawa.
Danke, Jin. Gut. Dann wollen wir den Leuchtturm mal besteigen. Das sollte für uns, glaube ich, kein Problem sein. Mal gucken, gibt es hier unten was zum Einsammeln? Aktuell? Nö. Oh, fuck. Ich bin noch runtergesprungen, ich Depp. Irgendwas? Ach, die. Also mit der Kamera, wie gesagt, da hätte man sich bei dem Spiel einiges besser ausdenken können und sollen. Müssen. Unsere Botschaft schicken. So. Akashima Leuchtturm. Das Feuer wird entfacht. Sehr schön. So muss es sein. Ich hoffe, der Khan sieht das. Wird er. Wir erobern eure Burg zurück, Onkel. Und vernichten die Mongolen. Als ehrenhafte Samurai. Kehrt heim und holt die Rüstung eures Vaters. Rekrutiert die Bauern von Yarikawa. Ich werde den Shogun um Verstärkung bitten. Wie gelangt eure Nachricht zum Festland? Ich habe ebenfalls zwielichtige Freunde. Ein Pirat namens Goro in der Omugi-Bucht schuldet mir etwas. Wenn er lebt, finde ich ihn. Bringt ihn zu mir in unser altes Jagdlager. Wir werden uns bald wiedersehen. Bis dahin, seid auf der Hut. Ich darf euch nicht verlieren. Du wirst uns nicht verlieren, Mann. Hör der Frau zu. Wir befreiten hier einen mongolischen Gefangenen. Einen Kriegsmönch. Er möchte mit euch sprechen. Kriegsmönch? Ich gehe zu ihm. Gut. Wo haben wir ihn denn? Sprich mit dem Kriegsmönch. Da vorne, ich sehe ihn schon. Kann man noch was zum Einsammeln? Pulverbombe leider nicht. Aber hier ist der Mönch. Fürst Sakai, mein Dank an euch und eure Kameraden. Sagt, wo kommt ihr her? Zedern-Tempel. Unsere Kriegsmönche ritten nach Süden, um die Mongolen zu bekämpfen, nach Komoda. Doch die Reise endete hier. Das tut mir leid. Was ist passiert? Wir wurden überfallen und gefangen genommen. In eine verschlossene Grube gesperrt. Ohne Essen. So dunkel, dass man die eigene Hand nicht mehr vor Augen sah. Ich glaube, sie holten Jogan zuerst. Wir hörten ihn sich wehren und rufen. Dann wurden Rufe zu Schreien. Dann kam der Brandgeruch. Aber wir ergaben uns nicht. Es waren nur drei von uns übrig, da holten sie meinen Bruder, Enjo. Enjo? Der Wächter? Der Verlust tut mir leid. Er war ein großer Krieger. Ein noch besserer Bruder. Wie ist euer Name? Norio, mein Herr. Okay, Norio. Danke für diese kleine Geschichte. Dort waren wir eingesperrt. In dem Loch ist kaum Platz für sechs Männer. Es passen doppelt so viele hinein. Komm mit mir, Norio. Ich möchte euch etwas zeigen. Ihr kommt aus Toyotama. Wie ist die Lage? Der Kushi-Tempel und die Heiler von Akashima wurden verschont. Das Piratennest der Umugi-Bucht steht wohl noch. Bleiben wir kurz hier. Das müssen ja Tausende von Invasoren sein. Fürst Shimura ist jetzt in Freiheit. Er kann uns zum Sieg führen. Ich hoffe, ihr schließt euch uns an. Die Mönche des Zedern-Tempels können helfen. Ihr erreicht sie in einem Tagesritt. Unterstützt sie
und wir werfen die Mongolen wieder zurück in den Ozean. Wir werden eurem Bruder rächen, Norio. All die Mönche, die hier starben. Ich suche nicht nach Rache, aber für den Frieden werde ich kämpfen. Ein neuer Horizont. Und wir haben zwei Fertigkeitspunkte. Die müssten wir gleich mal irgendwie ein bisschen... Ich reite nach Akashima und unterstütze unsere Heiler. Wenn wir uns wehren wollen, brauchen wir sie. Ich kann euch Hochi vorstellen. Mein Bruder sagte immer, er sei der größte Heiler von uns. Dann sehen wir uns in Akashima. Zwei Geschichten aktualisiert. Okay. Okshimura, mongolisches Gebiet. Aber erst einmal gucken wir mal nach den, was wollte ich jetzt gucken? Da auch noch nicht alles freigelinkt. Samurai haben wir zumindest schon mal alles frei. Da können wir noch nichts machen. Bin aber Wind der Erscheinung, folge dem leitenden Wind, um Gegenstände zu entdecken, mit denen du den anpassen kannst. Und dann nehmen wir das Ding auch nochmal. Dann haben wir die Erkundung zumindest auch schon mal alles soweit voll. Gut, jetzt müssen wir natürlich noch Kampfhaltung, auch Geist noch einiges machen. Aber zumindest sind wir beim Samurai, was Ablenkung und Ausweichen angeht, schon mal voll aufgestellt. Wir sind ein gutes Team, nicht wahr? So. Da wir aktuell keine Mission haben. Ich gucke mal, haben wir irgendwo ein gratis Geschenk oder so? Ne? Verfügbare Geschenke haben wir zumindest schon mal eins. Da gehen wir mal kurz hin. In der Regel ist das ja meistens sowieso nur irgendwelche Vorräte. Aber das werden wir jetzt noch einsammeln und dann sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Die letzte Folge ging ja ein bisschen länger. Wäre eine kleine XXL-Folge. Ja, XXL-Folge will ich nicht sagen, aber eine XL-Folge gemacht. Und wir sammeln das jetzt ein. Oh, was haben wir denn da? Schnee von Kamiagata. Hauptsächlich im Norden getragen, um nicht zu frieren. Okay. Ach, das ist das weiße Ding. Alles klar. Okay, wir nehmen das einfach mal. Wir rüsten das mal aus. Genau, und wie gesagt, damit sind wir dann jetzt auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich würde mich wie immer darüber freuen, wenn ihr dieses kleine Projektchen hier weiterhin unterstützt. Mit einem Daumen nach oben, mit ein paar netten Kommentaren. Wir werden uns nochmal mit ihm hier unterhalten. Und ich sage aber schon mal Tschüss, Ahoi und bis zur nächsten Folge. Euer Magimo. Habt ihr gehört, mein Herr? Mongolen. Auf der Suche nach etwas Mächtigem, das unser Volk seit Jahren versteckt hält. Wenn die Mongolen es wollen, glauben sie, es hilft ihnen beim Kampf. Der Geschichte nach macht die Rüstung selbst einen einfachen Bauern zum Krieger. Was sie wohl bei einem Samurai bewirkt. Ich bin kein Erzähler, mein Herr. Der Musikant Yamato erzählt sie gut. Zuletzt hörte ich, er sei bei Akashima.